Also wir wissen nicht weiter. Wir wissen nicht warum, weil man das gemacht hat. Wahrscheinlich wollte man uns jetzt, als wir selbst gesagt haben, wir wollen nicht uns jetzt wieder hier ranbinden, dass wir uns wieder über die Behörden ärgern. Also, egal was wir hier machen, späterhin werde ich das sowieso nicht anerkennen, weil wir kriegen hier viel zu wenig. Und man behält sich vor, das Geld zurückzuhalten und sagt dann vielleicht, nun brauchen wir es nicht mehr, ne? Wie der Twiskers, ne, Leute? Ja. Da haben wir einfach kein Geld gekriegt und man hat es uns dann später nicht gegeben. Twiskers, dieser totale Penner, den haben sie auch mehr gleich weggenommen. Ja. Weil der kam uns ja nur frech und blöd, ne? Der totale Penner hat es dann auch geschafft, dass wir diese Überweisung nicht mehr kriegen. Und man wechselt dann immer so und wir uns gehen immer Tausende von Euro sofort verloren. Ne? Weil das summiert sich alles bei uns. Man kriegt es nicht, man klaut uns. Und hoffentlich haben wir das Foto noch. Also gesehen habe ich es noch nicht. Und hoffentlich hast du es ungesichert, dass wir gleich sehen, dass wir knapp 400 Euro zu wenig haben. Also mindestens zwischen 350 und 400 Euro. Weil wir wissen es nicht mehr genau, damals gab es ja weniger. Also in 2 Monaten hat man die uns erstmal schon geklaut. So, und möchte auch nochmal sagen, da ist mehr. Vielleicht ist es auch wegen der Krankenkassen jetzt so. Da ist mehr. Und wollte mal sagen, möchte den Zahn ziehen. Also wir hätten ja jetzt gesehen, dass da nichts drauf ist. Natürlich entkommen wir ja keiner, ne? Natürlich wird er angemeldet und angeschrieben, ne, Leute? Jeder soll hier richtig Rechenschaft legen, warum wir kein Recht gekriegt haben, ne, Leute? Und selbstverständlich mailen wir uns das zu, ne, Leute? Sie können sich überlegen, was ist mit unserem Mail, machen das nicht so toll, ne, Leute? Aber wir sparen ja auch Geld und ich möchte gar nicht sehen, Sie interessieren mich gar nicht. Das weiß ich doch, was Sie sagen, ne? Und das möchte ich auch nochmal jungen Leuten sagen, Arrogantus Dummus, was ich dann in der DDR festgestellt habe, und dann der Arrogantus Blödus, auch wenn das nie in der Fachliteratur aufgenommen wird. Also Arrogantus Dummus kommt ja von Arrogant und Dumm, also das ist schon eine schwere psychische Störung. Hat man die erste, ist alles vorbei. Also kriegt ein Chef Arrogantus Dummus, sollte man die Firma schon vorher verlassen. Weil irgendwann kommt er zurück, das passt ja nicht. Weil er verliert ja sofort den Kontakt zur Basis, zum Arbeiter und so. Ja, das ist doch schon gelaufen. Natürlich züchtet man besonders arrogantes Dummes in den Behörden. Die denken wirklich, sie sind Könige. Das ist unglaublich. Und da möchte ich Ihnen sagen, Sie sind noch nicht mal Prinzregent. Das kann ich aus meiner Erfahrung schon sagen. So, und gut, dass ich jeden gesehen habe, gut, dass ich jeden Umgang gepflegt habe. Und man passt natürlich auch auf, dass immer solche kommen, die nicht so drogensüchtig aussehen und so, aber wir haben schon alles richtig gesehen, auch das hat man uns ausgeredet. Ne? Also Henning, Bertsch und so, alle schön drogensüchtig. Twiskers, ne? Alle schön drogensüchtig. Hier dieser, achso, naja, der wissen Sie ja schon Bescheid, der hat sich ja jetzt auch zu erkennen gegeben, da sage ich ja nichts mehr dazu. Ne? Der ist ja dann unbegnadigt, ne? Die anderen beiden. Aber die natürlich auch und alles andere, was da rumkreucht und fleucht auch. Weil wir haben sie auch immer schön studiert, dann haben sie immer gesagt, oh ja, das ist noch interessant, das kann ich auch nochmal kurz sagen. Denn war eine so mit Silberblick lief da eine rum, ne? Ja, die weißt du? Die so sehr, so richtig eingeschnürt in ihre Kleidung war, also so richtig dick war sie. Und man ließ da ja keinen mehr rumlaufen, den ich kenne. Und natürlich haben wir das ausgewertet, immer schön beobachtet. Und dann haben sie nur gedacht, ich beobachte sie und finde Gefallen an diese Frau. Dann haben sie mir andauernd wieder vorbeigeschickt. Ne? Kannst du dich erinnern, Martin? Ja. So, ich habe da bloß Drogensucht studiert, weil ich kannte sie von der Warte noch nicht. Und man versucht hier alles doof zu tun, weil darüber rede ich nicht, aber Ihnen sollte auch klar sein, dass man mich sexuell versucht hat, immer total zu nötigen und abgerichtet hat. Oder Hypnose, ne? Das möchte ich mal eindeutig sagen. Und man geht hier nicht ran, man verharmlost das. Ich will die alle haben. Die sind alle dran. Keiner befummelt mich oder so. Oder befummelt meine Frau. So, und man hat mich in sexuellen Zwängen gezwungen. Darüber möchte ich weiter nichts sagen, aber Sie können sich ja vorstellen, was man da alles dann so drauf hat und versucht hat. Ne?
da haben Sie ja genug Fantasie, alle Nenate. Das ist ja Ihr Lieblingsthema, wo Sie sich am liebsten mit beschäftigen. Möchte ich jungen Menschen sagen, das ist total uninteressant. Oder wenn man kleineren, fast Kindern noch, wenn Sie da mal drauf kommen und das mal hören. Lassen Sie, gucken Sie nicht diese blöden Bilder an und was weiß ich, weil man animiert sich dazu und dann geht's ab, die Post nachher. Und dann denken Sie alle nur noch mit dem, was Sie da haben, denn nachher. Was Sie meinen, das ist einmalig und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann ist es schon erledigt, wenn man da zu viel macht, ne? Ja. Also lassen Sie sich da nicht anmachen, Sie versäumen da auch gar nichts und es schadet dem Körper nicht, wenn Sie nichts haben. So, ich weiß ja nun, dass ich vergewaltigt wurde und so, aber ich hatte vorher auch nichts, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Also, ich hatte aber sowieso keine Erinnerung mehr. Ich hatte da vorher auch nichts gemacht. Das scheint auch normal zu sein, würde ich sagen. Alles andere ist ein bisschen sehr unnormal, weil sie tun nichts, sie sind drogensüchtig, sie beschäftigen ihr Hirn nicht, ja, und jetzt spielen sie mit sich selbst so nichts anderes. Möchte ich da auch nochmal eindeutig sagen. Ne? Ach so, und dann hat man ja so eine, benutzt man ja so eine riesen Hilfsmittel dazu, die wir vorher auch nicht kannten. Das kann man ja auch sagen für junge Menschen. Ne? So, und dann wundert man sich, wenn das dann von der Natur aus nicht so vorgegeben ist und ist dann enttäuscht. Ne? Das ist unglaublich, weil die Hilfsmittel sind dann so groß wie es ein Pferd hat. Aber naja, das muss ja jeder selbst wissen. Ja, da müssen so eine bekloppten Susen müssen sich denn nicht wundern, dass sie denn nie glücklich werden oder befriedigt werden. Also, vielleicht sollte ich das ruhig mal so deutlich sagen. Wir hatten das damals zuerst mal in so einem Quelle-Katalog als Massagestab gesehen und haben nicht verstanden, was es ist, haben sich gleich lustig gemacht. Ja, fanden sie besonders lustig. Stasi und so weiter. Möchte aber da nichts weiter zu sagen. Ihr solltet wissen, was ich meine. Und genauso ist das überall so. Also sie haben viel Zeit und lassen sich da nicht dumm anmachen. Also das sind Fortpflanzungsorgane. Und das ist auch schön, wenn das in ihrem Alter nachlässt. Die meisten sind tot. Das ist nachlässig. Das ist auch schön, dass sie es noch nicht haben und genießen wir das. Wenn sie es nicht haben. Also wie sie näher anfangen, es ist sowieso vorbei. Dann spielen sie alle nur noch damit rum. Das ist ganz schlimm hier. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.